Wie kriegen wir eine gute Veränderung hin? Klar, wir brauchen die Bewegung an der Basis, in der Zivilgesellschaft, bei den Menschen. Delia, was ist eigentlich wichtig? So muss man sich jetzt permanent mit denen rumschlagen, die eigentlich gar nichts ändern wollen. Wenn nicht, werden wir den angesprochenen Weg der Minderheitenvoten gehen müssen. So gibt es eine ganze Reihe von kleinen Schräubchen, kleinen Dingen, die wir eventuell reinkriegen können. Ich wünsche mir ganz massiven Druck von den Kirchen. An dieser Logik muss man was verändern. Und wir brauchen Druck, wir brauchen Hinweise, wir brauchen Informationen. Ja, willkommen zum Podium hier auf dem Kongress Jenseits des Wachstums von ATTAC mit der Frage, ist das BIP das Problem? Die Arbeit der Enquete und konkrete politische Strategien für eine Gesellschaft jenseits des Wachstumszwangs. Das ist der Titel dieser Diskussion. Und gleichzeitig ist es natürlich auch schon Ausdruck, dass die Debatte um die Grenzen des Wachstums und die Frage, wie eine Postwachstumsgesellschaft aussehen kann, mittlerweile auch schon den Deutschen Bundestag erreicht hat. Das kann man durchaus auch schon mal als ein positives Signal sehen. Die Kommission ist besetzt mit Abgeordneten und Wissenschaftlerinnen und hat, wie gesagt, den Auftrag, darüber zu sinnieren, wie ein Wohlstands- und Fortschrittsindikator sich entwickeln und wie der aussehen kann. Sie hat die Aufgabe, sich mit Möglichkeiten und Grenzen der Entkopplung von Wachstum, Ressourcenverbrauch und technischem Fortschritt auseinanderzusetzen und da die Möglichkeiten auszuloten. Auf unserem Podium sind drei Vertreterinnen der Enquete-Kommission, die ich ganz kurz vorstellen will. Direkt neben mir Sabine Leidig, sie ist Mitglied der Fraktion der Linken im Deutschen Bundestag und vertritt als eine von zwei Abgeordneten, glaube ich, die Linke in der Enquete. Neben ihr Daniela Kolbe, sie ist Mitglied der SPD-Fraktion und auch gleichzeitig Vorsitzende der Enquete-Kommission. Und links neben ihr, von mir aus gesehen, rechts von euch aus betrachtet, Hermann Ott für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und in der Enquete-Kommission. Ich selbst möchte mich auch kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Lohmeier. Ich bin Mitglied im Institut Solidarische Moderne und engagiere mich dort sehr stark. Bin auch, das will ich nicht verschweigen, Mitarbeiter einer Abgeordneten, nämlich der linken Abgeordneten Katja Kipping. Und moderiere diese Veranstaltung aber in der Eigenschaft als Mitglied des Instituts Solidarischen Moderne, einem Crossover-Institut, das als Programmwerkstatt in der Schnittstelle zwischen Politik und Wissenschaft und insbesondere dann natürlich auch im politischen Milieu zwischen Rot, Rot-Grün sich verortet und da versucht halt eben den Austausch sowohl innerhalb der politischen Strömung als auch zwischen Wissenschaft und Politik herzustellen. Das Institut Solidarische Moderne hat sich vor gut anderthalb Jahren im Januar 2010 gegründet. Wer da mehr wissen will, sei aufs Internet verwiesen, www.solidarischemoderne.de. Ich will diese Veranstaltung heute im Sinne dieses Crossover-Ansatzes moderieren, das heißt sowohl versuchen herauszufinden, wo Gemeinsamkeiten sind, als auch mögliche Dissense feststellen. Beides ist notwendig und wichtig, zu gucken, wo gibt es im politischen Spektrum schon Gemeinsamkeiten, auf die man sich beziehen kann, die man vielleicht auch in irgendeiner Weise versuchen kann, lokal, bundespolitisch, landespolitisch umzusetzen. Auf der anderen Seite sind aber auch die Dissense wichtig, um zu gucken, wo muss man eigentlich weiterarbeiten, wo gibt es möglicherweise unterschiedliche Ansätze, die man dann auch vielleicht auch konfliktreich, aber vielleicht trotzdem konstruktiv austragen muss. So, bevor wir daher loslegen, und ich mit der ersten konkreten Frage einsteige, ganz kurz, wir werden hier heute keinen alternativen Wohlstandsindikator, wie der SPD-Politiker und Vorsitzende der Naturfreunde Michael Müller es mal genannt hat, erarbeiten, wofür die Enquete-Kommission möglicherweise bis zum Ende der Legislaturperiode braucht. Das schaffen wir nicht hier in anderthalb Stunden. In diesem Sinne liegt also der Fokus eher dann auch auf der Frage auf realer Politik, was können wir also real politisch machen und welche Ansätze gibt es.
Zweitens, wir befinden uns hier auf einem Kongress von ATTAC, also den sozialen Bewegungen. Und gerade aus Sicht des ISM ist es so, dass da die sozialen Bewegungen und die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, einen wichtigen Faktor haben und wir deswegen die auch mit einbeziehen wollen. Chris Kunz, der für ATTAC hier dieses Podium mit vorbereitet hat, ist hier auch im Publikum und ich werde ihn das ein oder andere Mal auch bitten, ein Statement oder eine Frage abzugeben. Natürlich gibt es am Ende auch die Möglichkeit für euch alle mitzudiskutieren und Fragen zu stellen. Und zum Schluss, die letzte Bemerkung, wir haben uns darauf verständigt, kurz zu reden. Ich hoffe, dass mein kurzer einführender Beitrag der längste war fange jetzt an. Und zwar wollen wir im Sinne des Crossover-Ansatzes und Gemeinsamkeiten herausstellen, mal nicht, wie es sonst üblich ist, mit der gegenseitigen Kritik beginnen, sondern mit dem gegenseitigen Lob. Und deswegen geht meine erste Frage, jetzt erstmal ganz unüblich, an Hermann. Und zwar, also unüblich deswegen, weil man ja häufig gerne mit den Frauen anfängt. Hermann, unter wachstumskritischen und nachhaltigen Gesichtspunkten, in welchem Punkt gefällt dir eigentlich die Politik der SPD sogar etwas besser als die Politik deiner eigenen Partei, der Partei Die Grünen? Ganz kurz nur. Ja, das ist jetzt ja wirklich sehr schwierig. Vielen Dank erstmal. Und meine erste Bemerkung vielleicht der Dank und die Gratulation an die Organisatorinnen und Organisatoren. Ich habe ja als Vertreter des Wuppertal-Instituts noch an vielen MacPlanets mitgewirkt und ich muss sagen, das hier ist, scheint mir noch größer zu sein und mindestens genauso spannend. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Die Frage ist ja etwas gemein. Ich glaube, dass wir, was wir ja versuchen wollen hier, ist zu schauen, was die Unterschiede und was die Gemeinsamkeiten sind. Das, was ja den Grünen häufig vorgeworfen wird, ist, ihr stellt sozusagen die ökologische Frage in den Mittelpunkt und das ist ja auch richtig, aber vernachlässigt darüber die soziale Frage oder von anderer Richtung, darüber vernachlässigt ihr die Freiheit. Also von liberaler Seite aus wird das gemacht. Ich kann sagen, dass wir alle diese Pole auch innerhalb der Grünen Partei und auch in der Fraktion haben und darum Ausgleich bemüht sind. Aber deshalb gleich, weil die Frage eben so gestellt war, das, was ich von euch erwarte, also von der SPD und von der Linken gemeinsam, muss ich sagen, ist die ökologische Frage, den Stellenwert zuzubilligen, den sie haben muss, aber eben auch darauf zu achten gleichzeitig, dass die soziale Frage, ob das soziale Gerechtigkeit international ist, ob das die Fragen intergenerationeller Gerechtigkeit sind, dass ihr die auch vernünftig da mit einbringt. Denn ich vertrete auch die These, nicht einer alleine oder eine Partei, eine Institution hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern die ergibt sich, wenn wir Glück haben, im Diskurs und in der Auseinandersetzung. Ja, ich ganz zufrieden bin ich jetzt mit deiner Antwort noch nicht. Ich will aber jetzt erstmal weitergeben und wenn du magst, bekommst du nachher noch eine zweite Chance, die SPD in dieser Frage zu loben. Ansonsten wäre die nächste Runde ginge an Sabine und du darfst es vermuten, jetzt die Grünen loben. Ja, also das fällt mir natürlich relativ leicht, weil die Grünen es tatsächlich durch Beharrlichkeit geschafft haben, das Thema der ökologischen Begrenzungen, der Notwendigkeit, der Nachhaltigkeit, des Wahrnehmens von natürlichen Ressourcen, Grenzen, diese Themen quasi auf der gesellschaftlichen Tagesordnung zu halten und sie in Form des Erfolges ihrer Partei auch sozusagen zu einer enormen Relevanz zu bringen. So, ich würde mal sagen, es ist nicht nur natürlich der Verdienst der Grünen Partei, aber in dieser Formation kristallisiert sich sozusagen dieses gesellschaftliche Wissen,
was ihr eben institutionalisieren konntet, ja, oder diese Position. Das finde ich bedeutsam und das setzt andere Parteien auch unter einen berechtigten Druck. Danke dir. Daniela, die Frage, bitte. Ja, Daniela darf jetzt die Linken loben. Hermann, du hast das Spiel verstanden. In diesem Sinne gebe ich Daniela jetzt das Mikrofon. Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass in der Enquete selber ich den Eindruck habe, dass bei den Oppositionsfraktionen inhaltlich der Fahrplan doch schon sehr ähnlich ist und wir in eine gleiche Richtung wollen. Und ich deshalb mich auch freue, dass hier der Ansatz ein bisschen gefahren wird, die Gemeinsamkeiten zu betonen. Das Lob für die Linken fällt mir auch gar nicht schwer. Ich glaube, dass es der Linken gelingt, Dinge besser zuzuspitzen, wo die SPD immer noch bei dem sowohl als auch versucht, irgendwie den Mittelweg zu wählen, schafft es die Linke deutlich besser zuzuspitzen, auch mal Leuten weh zu tun und damit einen gesellschaftlichen Prozess vielleicht auch ein Stück weit in Gang zu bringen, was ich neidlos anerkenne, was ich mir für die SPD auch wünschen würde. Vielen Dank. Klatschen ist auch gut. Bitte. Ja, Hermann. Aber du kriegst nachher nochmal das Mikrofon, weil es nach dieser Frage des Lobs des Gegenseitigen kommt jetzt auch durchaus auch noch eine kritische Runde. Ich fange vielleicht deswegen jetzt nicht bei dir an, sondern fange jetzt mal bei Sabine an und dann hast du vielleicht noch Zeit, nochmal zu überlegen, an welcher Stelle die Sozialdemokraten zu loben sind. Sabine, die Linke ist auf dem Papier eigentlich immer super ökologisch. Sie will schneller aussteigen aus der Atomwirtschaft. Als SPD und Grüne zusammen hat man manchmal den Eindruck. Aber wenn es dann darauf ankommt, dann verbuddelt sie auch gerne mal wie in Brandenburg CSS aus Kohlekraftwerken oder engagiert sich wie Oskar Lafontaine im Saarland für den Fortbetrieb des Bergbaus. Oder um Albrecht Müller, ich glaube, er ist kein Parteimitglied der Linken, aber ein doch eher sehr nahestehender und recht prominenter Blogger, nennt die wachstumskritische Debatte, die wir hier führen im Allgemeinen und diese Veranstaltung hier im Besonderen, hat er jetzt neulich genannt in seinem Blog, herausragend irrelevant. Und Albrecht Müller hat das genannt, auf den Nachdenkseiten, sehr richtig, genau. Und da meine Frage jetzt, täuscht eigentlich mein Eindruck, dass für die Linke als Partei die ökologische Frage eigentlich nur so eine Art Nebenwiderspruch ist? Das Wichtigste daran ist festzustellen, dass die Linke eine pluralistische Partei ist. Und es ist definitiv so, dass in der Partei Die Linke unterschiedliche Traditionslinien zusammenkommen. Und es gibt eben durchaus die Strömung, die ich jetzt eher sozusagen als traditionell sozialdemokratisch bezeichnen würde und die Schwierigkeiten hat, sich quasi von den bisherigen Vorstellungen zu lösen, dass Wachstum verbunden ist mit Arbeitsplatzsicherheit und sozusagen dieses Element der Problematik enorm gewichtet. Die zweite Schwierigkeit ist tatsächlich die Situation, dass man in der Regierungsbeteiligung quasi sich auf Mechanismen einlässt, die einem zu eklatanten Fehlern führen können, wobei ich auch sagen muss, dass es in der Linken in Brandenburg eine massive Protestkampagne gegen diese Entscheidung oder die Position des Ministers gab. Also es ist nicht die Partei gewesen, die diese Position eingenommen hat, sondern der Minister. Und das, finde ich, muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und das Dritte ist, dass ich aber eigentlich denke, dass in den im Instrument oder in der Weltanschauung der Linken die wesentlichen Erkenntnisse und Kritikinstrumente vorhanden sind, um dieses wachstumsgetriebene System auseinanderzunehmen. Und da möchte ich nochmal einen Punkt machen, der dann auch
sozusagen eine Schwierigkeit beinhaltet mit der grünen Kritik und Perspektive. Ich glaube, dass die ökologischen Probleme im Kern soziale Fragen sind, dass wir es nicht sozusagen mit einem Naturraum zu tun haben, der halt irgendwie begrenzt ist und zerstört wird und so weiter, sondern dass wir es konkret mit sozialen Verhältnissen zu tun haben, mit Eigentumsverhältnissen, mit Produktionsverhältnissen, mit Lebensverhältnissen, die in einer ganz bestimmten Weise organisiert sind, in der Regel kapitalistisch organisiert sind. Und dass man sich über diese konkreten Verhältnisse unterhalten muss und die anschauen muss, um auch zu einer Triebkraft der Veränderung zu kommen. Also die sozusagen jenseits der katastrophischen Szenarien liegt, die wir ja kennen, die aber nicht dazu geführt haben, dass sich die Lebensweise der Leute verändert. Dann jetzt doch eine Frage an Daniela, die sich jetzt auch mit der SPD beschäftigt. Dein Parteifreund Nils Schmidt aus Baden-Württemberg hat Benzin im Blut, wie er selber sagte, und dein Parteifreund Thorsten Schäfer-Gümbel aus Hessen wettert gegen den ersten grünen Ministerpräsidenten, er sei ein Vertreter der Tretautogesellschaft, wie er sagte. Mein Eindruck ist, die SPD sieht ihre Zukunft eher so als Lobbyist der Automobilbranche und ihrer Beschäftigten, so ein bisschen so Hand in Hand mit der IG Metall, und deswegen konkret gefragt, ist die SPD eigentlich bereit, der Bevölkerung zu sagen, das Ende der Autogesellschaft hat so ein bisschen begonnen? Ich war auch verblüfft, dass Nils Schmidt Benzin im Blut hat, weil ich finde, er sieht halbwegs gesund aus. Ob die SPD bereit ist, zu sagen, wir machen jetzt den ökologischen Wandel. Und das ist ja der Hintergrund zu der Frage, zu sagen, das heißt, liebe Leute, dass ihr euer Leben vielleicht ändern werdet oder ändern müsst. Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass das noch ein Prozess ist für die Sozialdemokratie, weil wir von Anbeginn, fast 150 Jahre gibt es die SPD, die Partei sind, die ja, aus der Arbeiterbewegung sich entwickelt hat und immer im Hinterkopf hatte, die gute Arbeit, das Leben der werktätigen Bevölkerung, der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und jetzt zu sagen, wir nehmen euch die Autos weg, das fühlt sich für viele Sozialdemokraten an, wir nehmen unserem Klientel das weg, wofür das eigentlich arbeitet und lebt oder woran, was ihm so wichtig ist, ja, dieses Bild im Kopf des Deutschen, liebstes Kind, das Auto. Aber ich habe da ganz gute Hoffnung, dass die Sozialdemokratie erkennen wird und es auch zum Teil schon erkannt hat, dass erstens die Bevölkerung in weiten Teilen schon deutlich weiter ist, als man das im Kopf noch denkt. Also dass viele Menschen schon ein ganz starkes und gutes Gefühl dafür haben, was für eine eigene Lebensqualität und was für die Umwelt positiv ist, dass das oft Hand in Hand geht und dass das nicht mit einem größeren Auto zu tun hat. Und ich glaube, dass auch rein die Macht des Faktischen dazu führen wird, dass die SPD, die umschwenkt aus meiner Sicht auf ein sozial-ökologisches Projekt, was ich schon sehe, dass das für die SPD das Projekt für 2013 wird, dass die Macht des Faktischen dazu führt, dass auch die Erkenntnisse sind, dass es auch im Bereich Automobilindustrie und Industrie allgemein ein Umdenken geben wird. Ich schränke es gleich ein. Ich glaube, die SPD wird immer eine Partei sein, die Industriepolitik machen wird. Die SPD wird immer eine Partei sein, die sagt, nur weil Bruttoinlandsproduktswachstum massive Probleme verursacht, wie Umweltzerstörung, wie unseren Planeten zerstören, wie soziale Probleme, heißt es nicht im Umkehrschluss, dass kein Wachstum alle Probleme löst, sondern die SPD wird immer dafür kämpfen, auch dass es weiterhin einen Industriestandort in Deutschland gibt, und ein bisschen der Kampf innerhalb der SPD ist, dafür zu sorgen, dass es eben auch, dass die ökologische Frage dann noch ein stärkeres Gewicht erhält.
Danke, wir werden also auf die Aspekte auch nochmal eingehen, sowohl das, was du jetzt gesagt hast zur Industriegesellschaft, als auch was Sabine gesagt hat zur Frage der ökonomischen Bedingungen und der sozialen Frage, die hinter der ökologischen möglicherweise auch steht. Aber zuerst noch die Frage an Hermann zur Auseinandersetzung mit seiner Partei und natürlich die Möglichkeit, vielleicht doch noch ein gutes Wort für die Sozialdemokraten einzulegen. Und zwar möchte ich darauf zurückkommen, dass... Da bleiben wir jetzt ein bisschen bei der Autofrage. Früher war es ja so, dass die Grünen ja so die Partei waren, die haben Tempo 100 auf den Autobahnen gefordert. Heute, neulich haben sie, also da ist auch schon ein bisschen was her, aber haben sie im Bundestag einen Antrag eingebracht, Tempo 120. Wenn ich das richtig, Tempo 120, wenn ich das als Geschwindigkeitsbegrenzung, wenn ich das richtig recherchiert habe, macht dieser scheinbar kleine Unterschied aber trotzdem ca. 2 Millionen Tonnen weniger CO2 aus, die man einsparen könnte, wenn man statt 100, wenn man nur 100 statt 120 fahren dürfte auf den Autobahnen. Anderes Beispiel, diese berühmte Geschichte mit dem Benzinpreis. Noch 98 forderten die Grünen 5 D-Mark, das wären heute ungefähr 3 Euro. Davon höre ich eigentlich so gut wie nichts mehr bei den Grünen. Und deswegen meine konkrete Frage, ist das jetzt die grüne Energiewende? Junge, du gehst aber ran hier. Also, um das nochmal aufzugreifen. Ja, ich muss die SPD loben. Und zwar für die Wende, die sie gemacht hat im Bereich der Atompolitik. Das ist ganz fantastisch gewesen, wenn ich mich erinnere, wie hart das war und wie hart gesotten auch die Atomkraftbefürworter in der SPD waren. Denn, und das muss man wirklich auch sagen, wir hätten diese Wende oder diesen Wechsel in der Anschauung der Bevölkerung nicht hingekriegt, ohne die SPD, ohne das Trommeln auch von Sigmar Gabriel immer wieder. Und insofern herzlichen Dank dafür. Ist noch nicht bei allen angekommen, aber bei fast allen. Unter der weisen Führung von Thomas Lohmeier sind wir jetzt hauptsächlich dabei, uns selbst zu kritisieren und andere zu loben. In dieser Tradition auch gleich weiter. Und wahrscheinlich ist es ja auch so, nicht, dass wir alle drei natürlich unsere Partei die Präferenz geben gegenüber allen anderen, aber gleichzeitig auch natürlich bestimmte Dinge sehen, die man besser machen könnte, auch innerhalb der eigenen Partei oder Fraktion. Und bei den Grünen ist es natürlich so, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind trotzdem die einzige Partei, die ein allgemeines Tempolimit fordert, oder? Seid ihr auch? Oh mein Gott. Wir sind weit gekommen. Wir sind weit gekommen. Und ja, hätten wir eigentlich machen können. Ne? Ob das jetzt damals 100 waren, weiß ich gar nicht genau. Aber Tatsache ist, dass wir von Anfang an ein Tempolimit gefordert haben und das auch weiter machen. Manche sind bei 130, manche sind bei 120. Und da haben wir uns für eine Variante entschieden, die noch ein paar Prozent mehr einspart als bei 130. Ich könnte auch mit 100 leben, aber das sind sozusagen Zahlen, die da jetzt im Raum stehen. Dass die Grünen von sehr radikalen Vorstellungen gekommen sind, sich dann zeitweise auch in Richtung Mainstream verändert haben, ist auch klar. Wobei gleichzeitig sich aber die Gesellschaft der Partei angenähert hat. Ja, ich meine, das muss man natürlich auch sehen, dass vieles, was damals sehr, sehr revolutionär klang, heute sozusagen allgemein geteilt wird und es deshalb natürlich auch nicht mehr ganz so radikal klingt. Gleichzeitig erschöpft sich das bei uns ja nicht in Verbalradikalismus. Es sind jetzt nicht irgendwelche super tollen Forderungen, sondern, und ich glaube, das macht ja auch den Erfolg aus, den wir haben, jetzt in breiteren Bevölkerungsschichten, dass da nicht nur die Vision da ist, wo wir hinwollen, sondern dass auch Schritte genannt werden, wie das erreicht werden kann, dass da auch Pragmatiker am Werk sind, denen man das zutraut, denen man sagt, die verstehen ihr Handwerk. Und ehrlich gesagt, das ist ja sehr, sehr selten geworden in der Politik. Nicht? Und ich glaube, das kommt uns im Moment zugute. Man muss ja mittlerweile selbst einen Herrn de Maizière wünschen, dass er Erfolg hat, ja? Dass er wenigstens sein Handwerk beherrscht und das kriegt. Also da wünsche ich ihm wirklich alles Gute für. Aber gleichzeitig, klar, sozusagen in der Vision geblieben. Und der nächste Schritt, also wir haben jetzt sozusagen den Green New Deal, das war ein Programm, das erste Mal, ja, dass ein Programm erstellt worden ist, in der eine
relativ umfassende Vision einer Umgestaltung der Gesellschaft formuliert worden ist. Und da müssen wir jetzt weitergehen. Das ist nur der erste Schritt. Das kann noch nicht das Ende sein, aber ich glaube, da kommen wir jetzt noch hin. Vielen Dank, Hermann. Ich habe gehört, wir kommen jetzt sagen stärker zu dem Thema. Ich habe bewusst mich für eine sehr selbstkritische Runde sozusagen entschieden, auch sozusagen, um da auch sagen neue Perspektiven und vielleicht auch das Übliche, was man von Politikern und Politikerinnen ja auch häufiger hat, dass man sehr stark die eigenen Parteien, den eigenen Ansatz sehr stark macht, wollte ich das sozusagen hier mal ein bisschen durchbrechen, diese übliche Form der Fragestellung. Aber ich komme jetzt sozusagen auch an eine Frage, die sich dann auch an alle richtet. Hermann hatte mir im Vorgespräch gesagt, dass für ihn sozusagen der Aspekt der Generationengerechtigkeit der wichtige Aspekt ist. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir über dieses Thema hier nicht reden müssten, wenn wir sagen würden, nach uns die Sintflut, das ist uns doch egal, was da passiert. Und gerade die Grünen haben ja, das hat Sabine ja auch nochmal explizit auch nochmal betont, das Thema Ökologie und Wachstumskritik ja auch die Tagesordnung gebracht, in den 80er Jahren mit dem Slogan oder plakatiert, wir haben die Welt nur von unseren Kindern geborgt. Dennoch ist es ja so, dass der Punkt Generationsgerechtigkeit heute ja auch oft Thema ist bei Alterssicherung oder wenn es um Staatsverschuldung geht. Und meine Frage ist nun, folgt eigentlich aus diesem Gedanken der Generationengerechtigkeit nicht notwendig auch das Maßhalten unserer wirtschaftlichen Aktivitäten? Dazu hätte ich gerne von euch allen drei eine kurze Einschätzung. Wer möchte beginnen? Hermann, Daniela? Ja, Nachhaltigkeit heißt ja im klassischen Sinne, dass wir, oder eine Definition von Nachhaltigkeit heißt, dass wir in Zukunft oder zukünftige Generationen es die Möglichkeit haben sollen, dass sie noch genauso leben und handeln können, wie wir das tun. Und da stimmt das natürlich, dass da ökologische Aspekte hineinspielen, aber auch Fragen von sozialer Sicherung, von der Frage sozialer Zusammenhalt, soziale Verteilung zum Beispiel in der Bevölkerung und der Frage Handlungsfähigkeit des Staates. Und ich persönlich finde, dass das alles mit dazugehört. Und eine der Aufgaben der Enquete, es wurde ja gewünscht, ein bisschen über die Enquete auch zu reden, ist genau das hinzubekommen. Die Analyse ist, wir sind als Politik extrem fokussiert auf reines Wachstum, weil wir dem Glauben nachgehangen haben, alle miteinander. Also ich glaube, dass da niemand wirklich ernsthaft sagen kann, wir waren da schon immer, wir haben schon immer anders gewusst. Wir haben alle Parteien haben dem Glauben nachgehangen, dass durch Wirtschaftswachstum zum Teil sich Probleme lösen lassen oder sich die Grundlage dafür schaffen lässt, Probleme zu lösen, sei es Geld für Umverteilung, sei es Geld auch für Fortschritt, sei es Arbeitsplätze und dergleichen mehr. Und die Enquete versucht genau das wieder ein bisschen den Fokus davon wegzubekommen und zu sagen, wir hatten Ziele und diese Ziele sollten wir doch viel stärker mit in den Fokus uns nehmen. Also Fragen wie, verhalten wir uns wirklich nachhaltig? Was tun wir unserem Planeten an? Wie können wir unseren Planeten schonen? Wie können wir unsere sozialen Sicherheit und Sicherungssysteme erhalten? Zum Beispiel auch, wenn das Wachstum wegbleibt. Das sind Themen, mit denen wir uns in der Enquete befassen und ein Ergebnis dessen soll eben ein Indikator sein, der neben diesem übermächtigen BIP oder BIP-Wachstum besser gesagt stehen soll, um sozusagen der Politik wieder einen neuen Nordstern zu geben. Und wie gesagt, ich persönlich glaube, dass da Ökologie alleine ist ein extrem wichtiger Punkt, ist einer der Alarmsignale, warum wir das jetzt machen, weil wir sonst einfach in 100 Jahren vielleicht gar nicht mehr existieren als Menschheit, wenn wir so weiter wirtschaften, wie wir das im Moment tun. Aber es ist eben nicht der einzige Punkt. Nachhaltigkeit bedeutet noch mehr. Ja, für mich ist diese Frage, die wir in der Enquete nachgehen, die Frage des 21. Jahrhunderts. Ich habe ja viel Klimapolitik gemacht, habe irgendwann erkannt, die Klimapolitik ist zu klein zur Lösung des Klimaproblems.
denn das Klimaproblem ist verursacht durch unsere Art zu wirtschaften. Und das ist ja die Herausforderung. Bei Karl Marx hieß das der Metabolismus mit der Natur, unser Austausch mit der Natur. Da müssen wir ganz radikal und grundsätzlich etwas ändern, denn bisher war es immer einfach. Ja, Externalisierung nennt man das mit so einem Modewort. Wir sind reich geworden auf Kosten unserer Umwelt, der Ausbeutung von Ressourcen und anderer Menschen übrigens, muss man ja auch sagen, nicht in anderen Staaten. Und diese Herausforderung ist enorm. Die ist, glaube ich, überhaupt noch nicht begriffen. Bei den meisten Menschen, wenn man über Wachstum spricht, dann trifft man auf blanke Augen. Ja. Was soll denn daran jetzt ein Problem sein? Ich glaube, dass wir die Hälfte unseres Auftrags in der Kommission erfüllt haben, wenn es ein erhöhtes Problembewusstsein gibt. Das ist schon mal viel. Und zwar innerhalb der Kommission, innerhalb des Bundestages, aber dann auch innerhalb der Gesellschaft selber. Die andere Hälfte, das ist so ein paar kleine Schräubchen, die wir vielleicht drehen können. Und die Erarbeitung von Fragen, die dann in der nächsten Legislaturperiode gelöst werden können. Und vielleicht ja auch schon die Fragen, die man dann in einem Regierungsprogramm, was eine andere Couleur hat, auch tatsächlich dann in der Umsetzung machen kann. Es muss also was radikal Neues sein. Und ich glaube, um hier nochmal ein bisschen Feuer auch reinzubringen, die Frage, kann die Politik das überhaupt leisten? Ja, welche gesellschaftlichen Kräfte sind überhaupt imstande, das zu machen? Und innerhalb der Politik, welche da am besten? Und da haben sicherlich diejenigen am schwierigsten, die strukturkonservativ sind, ja, die im alten Bestehenden verhaftet sind. Und das ist bei den Parteien der Rechten natürlich der Fall, mit den ganzen Verflechtungen mit der Industrie und so weiter. Aber das ist auch auf der Linken nicht viel anders, weil ja da sehr, sehr starke Verflechtungen auch mit Gewerkschaften existieren, mit Betriebsräten existieren, die ja nicht unbedingt zu den reformerischsten Kräften in unserer Gesellschaft gehören. Und das ist, glaube ich, für euch beide und für eure Parteien die Herausforderung, da eine Vision zu entwickeln, die es den Menschen möglich macht, Ja zu sagen, denn dass das eben die Chance ist, auch für Arbeitsplätze, für soziale Gerechtigkeit und so weiter. Das muss man sozusagen in unseren Mitgliedern, bei unserer Wählerschaft nicht so betonen. Aber das ist, wenn ihr das nicht schafft, ja, das klarzumachen, dann werdet ihr in erhebliche Schwierigkeiten kommen. Und das ist sowohl bei der SPD, da sieht man es jetzt an der Kohle. Ja, warum soll vor allen Dingen jetzt wieder Kohle die Rettung aus der Energiekrise sein? Und das merkt man bei euch auch. Zum Teil ist es Kohle, aber auch wenn es um internationale Gerechtigkeit geht zum Beispiel. Ne? Exportorientierung Deutschlands, es ist völlig nicht nachhaltig, permanent Exportüberschüsse zu erwirtschaften. Das kann nicht funktionieren, wir sehen es ja auch gerade in Griechenland. Sind wir also bereit, selber zurückzustecken, um anderen Arbeit und Brot zu geben? Das ist die Frage, die sich vor allen Dingen auch die Linken stellen müssen. Super Anknüpfungspunkt, also den Ball kann ich ja sozusagen Rückhand zurückgeben, wenn ich mir anschaue, was die Grünen gerade sozusagen als neue Arbeitsplatzchancen und so weiter skizzieren, dann ist es vor allen Dingen Elektroauto. Das ist mit einer Massivität präsent, also sozusagen neue Wachstumsmärkte. Wenn ich das Interview angucke von Renate Künast zur Frage, wie man denn mit der Automobilindustrie in Baden-Württemberg umgeht und sie sagt, wir haben da gar keine Probleme, weil wir sorgen dafür, dass die kleinere und leichtere Autos bauen und damit bleiben wir Weltmarktführer. Also das ist Originalton. Also deshalb finde ich... Ja, er hat aber sofort zurückgerudert und ich finde, man muss da vorsichtig sein. Und es ist kein Schaden, eine Verbindung und Verankerung in den Betrieben, in den Gewerkschaften mit den arbeitenden Menschen zu haben. Denn wir werden, ohne dass die Menschen eine Vorstellung davon haben, wie man besseres Leben hinkriegt, sozusagen jenseits dieser Vernutzung und Zerstörung des Planeten, werden wir jedenfalls nicht auf demokratischem Weg zu veränderten gesellschaftlichen Strukturen kommen. Und da ist mir nochmal wichtig, wenn man über Generationengerechtigkeit redet, dann ist es häufig auch so, ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, klassenlos, als sei sozusagen die jetzige Generation und die nachfolgende Generation und so alles irgendwie gleich. Aber das ist ja überhaupt nicht so. Also wenn man sich anschaut, wer auf diesem Planeten und auch in dieser Gesellschaft sozusagen profitiert
von der Vernutzung der Welt. Und wer drauf zahlt, dann zeigt sich in dieser Generation eine Riesenspanne und es wird sich in der nächsten Generation potenzieren. Es wird sozusagen, wenn wir an den strukturellen, an den systematischen Fragen nicht arbeiten, sozusagen auch in den nächsten Generationen wird es welche geben, die schaffen es, sich dem Klimawandel zu entziehen, die bauen sich ihre Luftschlösser, ihre Unterseestädte oder ihre Weltraumschiffe und entkommen der Katastrophe. Und es gibt andere, die sind längst der Katastrophe anheimgefallen. Also das finde ich immer noch mal wichtig bei dem Begriff Generationengerechtigkeit. Da gruselt es mir so ein bisschen, ja, weil da wird so getan, als wären alle gleich. Und ich möchte gerne noch einen Punkt machen, der für mich, du hast gesagt, wie kriegen wir das Maßhalten unserer wirtschaftlichen Aktivitäten hin? Und da muss man sich natürlich schon beschäftigen mit dem Prinzip der Maßlosigkeit. Wo kommt es eigentlich her? Und ich bin da schon ein bisschen vielleicht auch traditionell gepolt zu gucken, woraus entsteht eigentlich dieser Zwang zum Wachsen? Und der entsteht, wenn man sich es konkret anguckt, aus der Notwendigkeit, investiertes Kapital zu vermehren. Und ich glaube, dass eine wichtige Debatte, die man führen muss, ist die Frage, wie man tatsächlich gesellschaftliche Strukturen jenseits dieses Wachstumszwangs denken kann. Und die kann man zum Beispiel als öffentliche Güter denken, die eben nach ganz anderen Prinzipien gestaltet und organisiert werden als sozusagen normale oder andere wirtschaftliche Aktivitäten. Danke. Klatschen ist immer erlaubt. Zu diesem Aspekt, also ich denke, zu dem Aspekt Wachstumszwang wollte ich später nochmal kommen. Hier ging es ja auch um den Aspekt des Maßhaltens und wollte Chris eine kleine aus dem Attack-Vorbereitungs eine kleine Intervention machen. Ich gebe dir mal ganz kurz das Mikrofon. Dankeschön, Thomas. Ich beobachte auf der einen Seite das, was die Parteien vertreten und auf der anderen Seite das, was dieser Kongress hervorgebracht hat bereits an Ergebnissen. Dazwischen klafft eine gigantische Lücke, die ist ja in der gesamten Gesellschaft da. Heute wurde zum Beispiel gesagt, heute Nachmittag bei einem Workshop, wo auch der Michael Müller von der SPD eifrig zugestimmt hat, und das hat er ja in Mainz auch vor ein paar Wochen, er sagt, im Grunde genommen müssen wir das Wirtschaftssystem komplett ändern. Das geht nicht mehr mit diesem Kapitalismus. Der ist durch und durch auf Wachstum getrimmt. Und wir müssen eigentlich ein weniger möglich machen, sprich ein weniger an Produktion, ein weniger an Konsum. Wohl wissend, dass das Arbeitsplätze kostet, das müssen wir wiederum sozial gerecht auffangen, damit es nicht zur sozialen Katastrophe wird. Und ich hatte nun gestern zufällig ein Papier in der Hand von der Linken. Da ging das zu einer Positionierung über den Atomausstieg. Das ist vom 10. Mai, also sprich, es ist 10 Tage alt, von der Fraktion. In dem ganzen Papier, das ist 2 Seiten lang, wird sinngemäß die Position vertreten, wir könnten sofort aus 11 Atomkraftwerken aussteigen und haben immer noch genug Strom. Wenn wir aus den 6 weiteren aussteigen, es gibt ja 17 in Deutschland, müssen wir Kohlekraft und Gaskraftwerke entsprechend stärker hochfahren, als wir das bisher tun, dann können wir auch das machen. Wo ist das Problem? Das ist deren Argumentation. Der Aspekt des Energiesparens, des Wenigers, taucht weder bei der Linken auf, noch bei den Grünen, noch bei der SPD und auch nicht bei Greenpeace und auch nicht beim BUND. Sie drücken sich alle drum herum, um den Aspekt des Wenigers. Ja, kannst gerne gleich widersprechen. Und das ist aber meine Beobachtung in allen Positionspapieren. Und da würde mich interessieren, wiefern ihr bzw. eure Parteien in der Lage wärt oder auch bereit seid, einen Weg des Wenigers zu finden. Die Frage gebe ich direkt an euch weiter. Hermann, du greifst nach dem Mikrofon.
Ja, das ist doch totaler Blödsinn. Ich meine, das ist in allen unseren Programmen drin. Das ist drin als Effizienzsteigerung, das ist drin als Einsparung. Also ich weiß nicht, was du dir da angeschaut hast, aber das ist doch genau das Programm, was alleine die Grünen überhaupt vertreten und vertreten können anscheinend, dass es dieses weniger ist. Und wir haben immer gesagt, wir müssen in dem gesamten Energieverbrauch ungefähr auf ein Drittel runter dessen, was wir jetzt haben. Und dieses eine Drittel muss und kann dann eben auch erneuerbar erzeugt werden. Wenn man versuchen wollte, das jetzige alles erneuerbar zu machen, das würde genauso viele Probleme schaffen, wie es löst auf der anderen Stelle. Und Einsparen ist das andere. Suffizienz ist hier das Stichwort. Also was übrigens immer noch ein No-Go ist, ja, bei ganz, ganz vielen anderen. Ich merke es, ich leite ja eine Arbeitsgruppe im Rahmen dieser Enquete, die sich mit Ressourcenverbrauch und Entkopplung beschäftigt. Und da sind wir jetzt, also den Begriff Systemwechsel lasse ich sozusagen sofort draußen, ja, das ist gar nicht drin. Suffizienz darf eigentlich auch nicht verwendet werden. Und deshalb haben wir uns jetzt auf so einen schwammigen Begriff wie Effizienz Plus geeinigt. Die Frage hier ist, ja, also ich weiß nicht, ob jemand eine Vorstellung davon hat, mit was für Typen es man da zu tun hat in dieser Enquete. Und das, die haben die Mehrheit, ja, muss man sehen. Die haben die Mehrheit in der Kommission und die haben auch die Mehrheit in den einzelnen Projektgruppen. Das ist schon ganz geschickt so gemacht. Und da ist die Kernfrage bei uns eben, ist eine Entkopplung des Ressourcenverbrauchs vom Wirtschaften, und zwar eine absolute Entkopplung, wir brauchen da nicht nur eine relative Entkopplung. Relativ heißt, dass etwas weniger der Ressourcenverbrauch oder der Energieverbrauch steigt als das Bruttoinlandsprodukt. Nein, wir müssen ja eine Entkopplung haben, komplett, und zwar sowohl beim Energie, das muss runter auf die CO2-Emissionen müssen wahrscheinlich um 95% runter, als auch bei allen anderen Ressourcen, ja, weil wir ja im Rahmen der Natur oder unseres Planeten leben müssen. Und wird die Kernfrage in unserer Gruppe sein, und ich bin ein bisschen optimistisch auch, dass wir da was hinkriegen. Ist es möglich mit reinen Technologielösungen, reine Effizienz, so Emery Lovins, ja, Faktor 1000, ja, zack, wir mit einem Tausendstel der Energie machen wir genau das, was wir heute auch machen, und dann sind alle Probleme gelöst. Es gibt auch hier Vertreter, also in Deutschland Vertreter, die das sagen. Oder braucht man dieses Plus? Und dieses Plus, das sind dann Verhaltensänderungen, ja, das sind Regulierungen. Dann kommt sofort wieder der Vorwurf der ökologischen Diktatur, der Ökodiktatur. Ja. Ihr wollt die Menschen zwingen zu ihrem Glück, und das wollen wir nicht, wir sind eine freie Gesellschaft und so weiter. Ja. Also man muss da ein bisschen vorsichtig sein. Aber das Verzichtsthema, Harald Welzer, ich weiß nicht, wer eben da war, der hat ja auch schon einiges Gutes darüber geschrieben. Übrigens, er sagt, man darf den Begriff Verzicht auch nicht gebrauchen. Man muss es so formulieren, dass es positiv klingt. Also das Abwerfen von Ballast. Und das ist übrigens auch der Trick von Nico Pech, ja, der vielleicht der radikalste Vertreter einer Postwachstumsökonomie ist, die wir hier haben, und einer schrumpfenden Ökonomie, die er für notwendig hält. Er sagt dann, er nennt das Ganze dann Entrümpelung. Ja. Wir schmeißen einfach das ganze Zeugs raus, ist ja eh nur eine Belastung, und dann geht es uns eigentlich besser. Bisschen übertrieben. Aber tatsächlich ist das natürlich der Weg, dass man aufzeigt, dass wir besser leben. Am Wuppertal-Institut, Wolfgang Sachs, ich weiß nicht, wer sich erinnert, der hatte das unter den Begriff gefasst, besser leben statt mehr haben. Und ich glaube, da müssen wir auch hin. Also ich würde gerne Hermann hier weitgehend zustimmen und auch nochmal deutlich machen, in was für einer Enquete-Kommission oder wie eine Enquete-Kommission arbeitet. Zur Frage der Systemfrage, kann man im Kapitalismus das überhaupt klären? Wir sind als Enquete-Kommission kein revolutionäres Projekt. Das heißt, dort ist mit Mehrheit im Parlament, wie es gerade zusammengesetzt ist, eine Enquete einberufen worden, die sich mit wichtigen Themen befasst. Und allerdings finde ich, das ist schon mal eine sehr gute Nachricht, eine Nachricht, die man gar nicht hoch genug wertschätzen kann, dass sich alle Fraktionen, auch FDP und Union, in einer Zeit, wo vor allen Dingen Wirtschafts- und Finanzkrise und ökologische Krise nicht mehr zu übersehen waren, festgestellt haben, naja, so einfach so weitermachen wie bisher können wir nicht. Also setzen wir uns ein bisschen mit dem auseinander, was SPD und Grüne uns da vorgesetzt haben, ehe sie es
ehe sie es alleine machen. Wir haben ja ein Minderheitenrecht als Enquete-Kommission und sie sind sozusagen dort mit draufgesprungen und haben den Einsetzungsbeschluss ein wenig umgestaltet, wenn auch nicht, wie ich finde, dramatisch. Da können wir aber auch gerne drüber diskutieren. Also das heißt, Projekte jenseits des Kapitalismus sind aus der Enquete-Kommission nicht zu erwarten, auch wenn ich als Person zugebe, dass natürlich die Frage sich stellt, wo wollen wir überhaupt hinwachsen und wie geht es weiter mit diesem Wirtschaftssystem, was tatsächlich natürlich darauf ausgelegt ist, weiter zu wachsen. Sonst funktioniert es nicht. Und wo gelangen wir hin, wenn alle 9 Milliarden oder wie viele Milliarden auch immer dann auf dem Planeten leben, wirklich ein gutes Leben haben? Wo wachsen wir denn dann hin? Das ist tatsächlich eine Frage, die sich zu stellen lohnt. Allerdings tun wir das nicht in der Enquete. Und in der Enquete-Kommission haben wir auch so genügend Themen zu behandeln, im Hier und Jetzt und im Wirtschaftssystem, wie wir es vorfinden. Und ich glaube, auch da kann man einiges wuppen und einiges verbessern. Energiekonzept, da war der Vorwurf, die SPD würde nicht auf weniger setzen, das weise ich zurück mit aller Schärfe. Wir haben ein Energiekonzept vorgelegt, wo genau das einer der zentralen Punkte ist, dass die beste Energie diejenige ist, die gar nicht verbraucht wird. Die SPD geht da auch an den Bereich, den ich vorhin genannt habe, nämlich in dem Bereich Industrie und produzierendes Gewerbe, wo ja die meiste Energie verbraucht wird. Auch da wollen wir ansetzen und versuchen, sie dazu zu bringen, weniger zu verbrauchen. Und ganz persönlich würde ich gerne noch was zum Thema Suffizienz sagen, also zum Thema weniger verbrauchen. Ich glaube, dass es nicht viel bringt, zu sagen, entweder oder, also entweder Energieeffizienz oder Suffizienz. Ich glaube, dass wir beides miteinander denken müssen. Wir brauchen dringend eine viel stärkere Energieeffizienz. Wir müssen diese Entkopplung hinbekommen und wir brauchen gleichzeitig einen massiven Wandel in der Lebensrealität und im Leben der Menschen. Ich hoffe allerdings, dass das vor allen Dingen dass das auf einem Erkenntnisprozess auch in der Gesellschaft funktioniert, weil ich glaube nicht, dass wir uns eine Ökodiktatur leisten sollten. Also dass wie man Menschen dazu bringt, sich so zu verhalten, dass es ökologisch sinnvoll ist, halte ich für sehr diskutierenswert. Also da sind bei mir eher offene Fragen als schon wirklich Antworten da. Und ein Punkt, wie man das vielleicht hinbekommen kann, erzähle ich später. Also dann knüpfe ich jetzt bei der Frage der Suffizienz an, also das weniger. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das in diesem Papier sozusagen entwickelt ist, Atomausstieg, aber es ist auf jeden Fall schon so, dass in der Linken nicht nur quasi Ausstieg aus der Atomenergie, sondern auch eine Dezentralisierung und eine Demokratisierung der Stromversorgung eine ganz wichtige Rolle spielt und sozusagen ein Überwinden der Macht der großen Stromkonzerne, deren Ziel es ja ist, möglichst viel Strom zu verkaufen, weil sie damit möglichst viel Gewinne machen. Und an dieser Logik muss man was verändern. Und ich glaube, dass das Zentrale oder eine zentrale Herausforderung ist, Suffizienz möglich zu machen. Und zwar in der praktischen Lebensweise der Menschen. Und da bin ich nicht der Meinung, dass man es so wenden muss, dass es positiv klingt, sondern man muss Bedingungen schaffen, die es tatsächlich als positiv erlebbar werden lassen. Und also ein ganz guter Bereich, in dem ich halt mich viel mehr auskenne als jetzt im Energiesektor, ist der Verkehrssektor. Wenn ich es nicht schaffe, in den Städten Bedingungen zu schaffen, die es den Fußgängerinnen und Nicht-Motorisierten als angenehmes Erlebnis rüberbringen, nicht im Auto zu sitzen, dann ist es auch Augenwischerei. Also wenn es am besten ist, im Auto zu sitzen, weil ich dann am wenigsten gefährdet bin, am wenigsten Abgase und so weiter kriege, dann kann ich noch so viel drüber reden, es ist nicht erlebbar. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch, also darüber hinaus, aus so einer Haltung herauskommt, zu sagen,
ihr müsst weniger verbrauchen, sondern dass man aus sozusagen aus der Vogelperspektive rauskommt und tatsächlich mit den Menschen ernsthaft diskutiert, was braucht ihr denn? Was braucht ihr für ein gutes Leben? Was ist euch wichtig? Und ich bin total sicher, dass da ganz viel von dem rüberkommt, was wir auch für richtig halten. Und dann muss man aber auch die ernsthafte Frage stellen, was hindert denn daran, so zu leben, wie man es eigentlich möchte? Und da hindert zum Beispiel dran, dass es eben nicht die Leute sind, die Menschen, von denen du gesprochen hast, Daniela, die entscheiden, in welchen Strukturen sie sich also bewegen, wie die Mobilität gestaltet ist und so weiter, was sie produzieren, wie sie es produzieren, das entscheiden ja nicht die Beschäftigten in den Produktionsbetrieben. Und das Thema Demokratie auch in den Wirtschaftsstrukturen, finde ich, ist total eng mit der Frage Suffizienz auf demokratischem Weg verbunden. Also dass die Leute überhaupt entscheiden können, wie sie es denn anders und besser haben wollen. Und der letzte Punkt zur Enquete-Kommission, weil du es nochmal angesprochen hast, ich bin mir nicht sicher, das müssten wir vielleicht auch nochmal diskutieren, ob es nicht besser gewesen wäre, eine eigene Enquete zu haben, sozusagen als alternatives, also mit der Idee, ein alternatives perspektivisches Projekt zusammenzubringen. So muss man sich jetzt permanent mit denen rumschlagen, die eigentlich gar nichts ändern wollen. Und also ich bin unsicher, ich wollte es nur als Frage aufwerfen. Ja, vielleicht muss man das nochmal kurz erklären. Also die Ursprungsidee war ja von Reinhard Loske. Irgendwann im Sommer 2009 hatte der mal einen Artikel geschrieben, hat dann gesagt, das wäre doch was für das neue, für den neuen Bundestag, eine Enquete. Haben wir aufgegriffen, haben wir gesagt, okay, wollen wir, haben uns mit der SPD verbündet, denn das ist ein sogenanntes Minderheitenrecht. Also 25% des Bundestages können eine eigene Enquete einrichten. Klingt ja erstmal toll. Also wir hätten eine Enquete einrichten können. Und da hätte die Linke auch mitgestimmt, nicht? Da hätten wir noch mehr gehabt, aber ja, das, Moment, das kommt gleich noch. Aber dann, und das ist der Trick an der ganzen Sache, ja, die Einsetzung ist ein Minderheitenrecht, aber wie die aussieht, das entscheidet die Mehrheit im Bundestag. Und dann haben die von der Koalition uns gesagt, ja, könnt ihr machen, aber dann sorgen wir dafür, dass die so klein wird, wie es auch nur geht. Ja, also dann hätte die 10 Mitglieder gehabt, 10 Abgeordnete und 10 Wissenschaftler. Und ich meine, wer das Thema kennt, ja, der weiß, das ist die Welt sozusagen, das schaffen wir sowieso nicht. Und das wäre mit einer solchen Mini-Kommission natürlich überhaupt nicht zu machen gewesen. Und dann haben wir mit denen eben verhandelt und kriegten dann raus, okay, wir machen 17 Abgeordnete, 17 Wissenschaftler. Und so ist das dann gelaufen. Ja, und da kann man dann sagen, okay, wir hätten da was machen können, aber jetzt mal ernsthaft, ja, das, was ich eben gesagt habe. Ich glaube, die Hälfte des Auftrags ist erfüllt, wenn wir ein erhöhtes Problembewusstsein haben. Und bei der letzten Enquete habe ich so einen kleinen Vortrag gehalten zu den ökologischen Grenzen und ich habe mir die Koalitionsleute sehr genau angeschaut. Ja, die haben geguckt, die haben zugehört und nicht wie immer sonst geblättert und gelesen, was weiß ich. Und da ist was auf, da ist ein Boden gewesen, auf den das fällt. Erstmal deutlich zu machen, dass wir so nicht weitermachen können. Und da hast du doch eben auch zugestimmt, als wir uns privat unterhalten. Das ist einer unserer Hauptaufträge. Wir werden da nicht die Revolution machen. Eine Frage richtete sich an gewisserweise auch mit an mich als Moderator, nämlich die Frage, warum sind jetzt hier nur Vertreter von 3 Parteien und nicht alle Vertreter von allen Parteien? Ich kann dazu sagen, dass in der Entstehungsgeschichte dieses Forums als das Institut Solidarische Moderne an ATTAC herangetreten ist und überlegt hat, ob man hier was gemeinsam machen kann, es natürlich in gewisser Weise nahe lag, dass man mit Vertretern von den Parteien spricht, die sozusagen im ISM selber sozusagen auch verwurzelt sind, und das sind nun mal SPD, Grüne und Die Linke. Das ist der Hintergrund. Da ich selber nicht von Anfang an in der Vorbereitung beteiligt war, fand ich es eher ein bisschen schade, dass wir die wissenschaftliche Seite, die eigentlich auch primärer Ausdruck des ISM ist, hier fehlt, aber das machen wir vielleicht beim nächsten Mal einfach besser. Zu den Stichwörtern, die ich mir jetzt mitgeschrieben habe und wo ihr vielleicht versucht, darauf einzugehen, zum einen mal war die Frage, die Gewährleistungsfrage spielte eine Rolle.
die Frage, warum Güter eigentlich immer so kurzlebig sind, kann man das nicht eigentlich auch machen, dass Produkte eine längere Garantie haben, was möglicherweise auch dazu führen würde, dass Produkte langlebiger hergestellt werden. Dann ging es um die Frage Gesellschaft mitnehmen, soziale Frage und damit zusammenhängen natürlich dann noch die Industrie- und Arbeitsplatzfrage, die Daniela auch schon mit angerissen hat. Und es gab das Thema Tempolippe, wurde auch nochmal aufgegriffen und natürlich ganz wichtig auch nochmal die Frage nach der Alternative zum BIP. Das waren so die Stichwörter, die ich mir jetzt notiert habe und von denen ich mir wünsche, dass ihr vielleicht alle da nochmal drauf eingeht. Sabine, fängst du an? Also ich fange mal beim Tempolimit an und verbinde das mit der Frage Qualität statt Quantität, was man beispielsweise eben über Garantievorschriften vorgeben könnte. Richtig ist natürlich, wir wissen längst, dass man mit deutlich geringerem Tempo, deutlich geringere Energieverbräuche hat. Aber nicht mal die rot-grüne Bundesregierung hat es geschafft, auch nur den Ansatz von Geschwindigkeitsbegrenzungen auf den deutschen Autobahnen durchzusetzen. Und zwar nicht nur deshalb, weil die SPD-Führung irgendwie so verbandelt ist mit der Autoindustrie. Der SPD-Parteitag hatte da einen Beschluss dazu für Tempolimit. Ja? Aber es hat was mit Machtverhältnissen zu tun. Es hat was damit zu tun, dass die Automobilindustrie extrem präsent ist in allen politischen Strukturen. Vielleicht nicht in allen, aber zumindest in diesem ganzen Verkehrssektor. Ist absolut extrem. Und die Vorstellung, genau, aber das hat eben was mit der Frage, wie demokratisch sind in unsere Verhältnisse zu tun. Und es hat auch was damit zu tun, dass man nicht die Hoffnung sozusagen nur auf eine Enquete-Kommission oder auf ein Parlament oder so setzen darf, sondern dass es wirklich gesellschaftliche Auseinandersetzungen braucht. Und ich will nochmal zu dem Redebeitrag mit der Automobilindustrie was sagen. Diese Stilisierung der Automobilindustrie sozusagen zum Rückgrat unseres gesellschaftlichen Wohlstandes, die wird systematisch betrieben. Und ich glaube, dass man tatsächlich die Verhältnisse sich angucken muss. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir haben übrigens heute Morgen zwei Workshops habe ich dazu gemacht, also habe ich teilgenommen, sowohl Transformation der Automobilindustrie mit IG Metall, mit Leuten, die also durchaus da eine ganz enge Verbindung haben und einen Workshop zur Perspektive der Mobilität. Also es ist nicht so, dass es hier nicht eine Rolle spielt. Aber selbst in Baden-Württemberg, das nun wirklich, das haben die IG Metaller selber gesagt, sozusagen das Autocluster der Welt ist, wenn man sich anguckt, was da an Firmen konzentriert ist, was an Know-how und so weiter konzentriert ist. Selbst in Baden-Württemberg sind etwa 130.000 Arbeitsplätze direkt und über die Automobilzulieferer quasi indirekt an der Automobilindustrie, 130.000. Es sind aber mehr als doppelt so viele Arbeitsplätze in Baden-Württemberg, zum Beispiel im Bildungsbereich vorhanden. Darüber redet niemand, aber das ist, muss man zur Kenntnis nehmen, wenn man sich die Wirklichkeit anguckt. Und einen letzten Punkt dazu, es geht ja nicht darum, sozusagen den Kolleginnen und Kollegen ihre Arbeitsplätze streitig zu machen, aber es geht darum, eine gesellschaftliche, also eine Diskussion darüber zu führen, wie kriegen wir eine gute Veränderung hin und nicht, wir sind das Rückgrat und es muss so bleiben. Die Bahn hat in den letzten 20 Jahren 200.000 Arbeitsplätze abgebaut. 200.000 Arbeitsplätze sind im Eisenbahnbereich weggefallen, sozusagen beseitigt worden. Und das hat, dass da kein Sturm losgeht, hat auch was damit zu tun, dass die Leute nicht entlassen worden sind in die Arbeitslosigkeit, in Hartz IV, sondern dass es Formen von Garantien, Einkommensgarantien und so weiter gibt. Auch darüber muss man sprechen. Unter welchen Bedingungen findet struktureller Wandel statt? Ich versuche es kurz zu machen. Sie hatten gesagt, wie Qualität statt Quantität. Sie hatten es am Beispiel der Produkte, die man kaufen kann, gesagt. Ich würde es gerne noch ein bisschen größer ziehen, weil ich glaube, dass das der Knackpunkt ist, wenn wir über die Frage Wachstumsfixierung sprechen. Bisher haben wir gesagt, egal was, Hauptsache das Wachstum stimmt. Also egal, ob es die Umwelt zerstört, egal ob danach immer mehr Leute in Billigjobs sind, Hauptsache das Wachstum stimmt. Und ich glaube, genau das
von diesem Hauptsache, die Quantität stimmt, müssen wir wegkommen. Das ist auch die zentrale Aufgabe, die ich dieser Enquete zubillige, dass wir sagen, wir wollen weg von der Quantität hin zur Qualität, hin zum selektiven Wachstum, hin uns auch zu fragen, welches Wachstum wollen wir und welches Wachstum wollen wir zum Beispiel nicht. Also Wachstum an bestimmten Bereichen, der Umschwung auf erneuerbare Energien ist einer dieser Bereiche, Bildung ist einer dieser Bereiche, Pflege und dergleichen mehr. Schrumpfungsbereiche sind dann sicherlich auch Bereiche der chemischen Industrie, Bereiche von sehr energieaufwendigen Produkten, die ersetzt werden müssen durch andere und dergleichen. Bitte? Waffenproduktion, haben Sie mich direkt auf Ihrer Seite. Ich finde es verheerend, wie viele Arbeitsplätze auch da dran hängen. Und auch als Sozialdemokratin würde ich sagen, da ist Schrumpfung angesagt, auch wenn da Arbeitsplätze dranhängen. Ich finde es beschämend, wie viele Waffen wir herstellen und produzieren und exportieren in Deutschland. Dann war die Frage nach dem alternativen Indikator. Ja, die Debatte ist alt, sie ist älter als ich überhaupt. Trotzdem bin ich froh, dass sie endlich im politischen Raum, also im Parlament angekommen ist. Ich glaube, dass man diesen Schritt auch gar nicht unterschätzen darf. Das dauert mitunter eben ein bisschen länger, dass es jetzt diese 40 Jahre gedauert hat und dass es eine Wirtschafts- und Finanzkrise gebraucht hat, um sowohl die Sarkozy aufzuwecken, als auch andere Nationalstaaten wachzurütteln. Und dass es eben diese ökologische Krise, die uns, wir stehen ja wirklich am Abgrund, wenn wir uns die Situation unseres Planeten anschauen, dass es das gebraucht hat, damit wir das endlich diskutieren. Ja, Asche auf unser aller Haupt, aber es ist endlich da. Und was ich mir wünsche, ist, dass die Debatte geführt wird und dass sie von außen befeuert wird. Also dass von außen zivilgesellschaftlicher Druck kommt, Forderungen kommt von euch, die hier sitzt. Ich wünsche mir ganz massiven Druck von den Kirchen, weil in der Enquete selber sitzen sehr viele auch von Unionen und von der Union, die sehr kirchlich verankert sind, die mit so einem Druck ja auch zurechtkommen müssen. So einen Druck wünsche ich mir. Und diese alternative Größe, der messe ich wirklich eine große Bedeutung bei, weil sie mit dazu führen kann, dass wir von diesem Fokus auf größer, schneller, weiter, Hauptsache es wächst, wirklich wegkommen. Die Politik ist so. Man kann das alles schrecklich und schlimm finden, aber in unseren Argumentationen und in unserem, welchen Weg gehen wir, beschreiten wir, orientieren wir uns an Zahlen, an Indikatoren. Im Moment dem Bruttoinlandsprodukt, den Wachstumsraten und der Arbeitslosenquote. Viele andere Aspekte, Ökologie, soziale Frage, Verteilungsgerechtigkeit fallen hinten runter und deswegen dieser alternative Indikator. Und ja, es gibt schon viele, wir schauen sie uns gerade an. Ich glaube aber, dass jetzt keiner dabei sein wird, auf den wir uns einigen können. Ich hoffe aber, dass wir uns zumindest darauf einigen können, dass es dann eine Zahl ist und nicht ganz viele, weil viele Zahlen würden definitiv da draußen verpuffen. Ja, das weiß ich gar nicht, aber freut mich ja, dass überhaupt irgendjemand Interesse daran hat am BIP. Ich dachte, das wollte überhaupt keiner hören. Ich glaube nicht, dass wir am BIP so viel verändern werden am Ende, aber wichtig ist doch, dem Bruttoinlandsprodukt die Rolle zuzuweisen, die es hat, nämlich als ein Indikator für wirtschaftliche Aktivitäten hier im Lande. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir daneben Indikatoren etablieren. Miegel ist da sozusagen schwer im Rennen. Meinhard Miegel sitzt ja für die CDU in der Kommission und er hat ja das Wohlstandsquartett entwickelt. Nee, über Miegel könnten wir auch noch massig reden. Ja, oder es gibt jetzt diesen nationalen Wohlfahrtsindikator, der ja auch unter anderem hier in Berlin entwickelt worden ist, Roland Zieschank und Tiefenbacher. Und der kommt ja gerade wieder, also das kann ich mir vorstellen. Was Ihre Frage betrifft, warum dieses jetzt als neu dargestellt wird, es ist nicht neu, aber es ist gesellschaftlich in der Zwischenzeit in Vergessenheit geraten. Und zwar der Zeitpunkt lässt sich ziemlich genau bestimmen, nämlich das war der Zerfall des sowjetischen Imperiums, ja, wo Günther Anders sagte das damals nicht, der zitierte ein jüdisches Sprichwort, wenn alle in dieselbe Richtung laufen, kippt die Welt um, hat er gesagt. Habe ich damals gar nicht verstanden, aber er hat recht gehabt. Alle laufen ja, in Richtung mehr, mehr, mehr.
und die Welt kippt tatsächlich um. Diesen Prozess haben wir jetzt in den letzten 20 Jahren erlebt, dann kam diese Blase, New Economy, und plötzlich war sozusagen, schien sozusagen alles möglich zu sein, ja, die Herren der Welt, das waren die in den, an der Wall Street. Ich beschreibe ja nur eine Entwicklung, ja, wobei wir da immer gegengehalten haben. Es gab ja immer einige, ja, aus unterschiedlichen Parteien, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, die gesagt haben, das kann es doch nicht sein. Jetzt kommt es aber, und es kommt wegen der ökologischen Krise, wie du es ja gesagt hast, und der Ressourcenkrise. Das heißt, ich bin der festen Überzeugung, wir haben überhaupt keine Wahl. Wir werden gezwungen werden, unser Verhältnis zur Natur, unsere Art zu wirtschaften, komplett umzustellen. Das Globalisierungsmodell, was wir jetzt erlebt haben, ist tot. Es wird es nicht mehr geben, einfach weil die Möglichkeiten von Transporten, diese unterschiedlichen Fertigungsstufen, das wird es nicht mehr geben, weil es einfach viel zu teuer sein wird. Es wird einen Prozess der Re-Regionalisierung geben, ganz natürlich, weil eben die Transportkosten steigen werden. Es wird einen Prozess geben der Schrumpfung, den haben wir doch auch schon erlebt. Was wir doch versuchen, ist sozusagen eine etwas weichere Landung hinzukriegen. Es ist nicht so, dass wir über die Enquete oder auch nur als Parteien oder als Bewegung, als Umweltbewegung, das schaffen können, diesen Prozess jetzt plötzlich umzukehren. Aber Tatsache ist doch, wenn wir den absoluten Absturz vermeiden wollen, dann ist es sinnvoll, in eine Art Sinkflug überzugehen und die Bedingungen dafür zu schaffen. Und für mich heißt das zum Beispiel Resilienz stärken. Das heißt, wir müssen diejenigen Teile unserer Gesellschaft stärken, die nicht in diesen globalisierten Kreislauf von Waren, Dienstleistungen und so weiter eingebunden sind. Denn ich glaube, je mehr Vielfalt wir haben, desto stärker ist auch die Gemeinschaft. Wir müssen die Institutionen stärken, die es schon gibt. Ich war jetzt vor 2 Tagen beim Geldsymposium von der GLS Bank. Let's talk about money. Ja, diese genossenschaftliche Idee, dass eben nicht der Sinn der Einlage ist, immer mehr Geld wiederum zu erwirtschaften, sondern dass es das Gemeinwohl der Menschen ist, die in dieser Bank sind, oder auch das Gemeinwohl aller. Das sind diejenigen Institutionen, und da würde ich wirklich, also wenn wir es schaffen, von diesem Resilienzgedanken etwas in das Ergebnis der Kommission reinzubringen, wenn wir es nicht kriegen, dann machen wir es über ein Minderheitenvotum. Ne? Und das werden wir ungefähr Ende des Jahres, glaube ich, sehen, ob die Koalition bereit ist, einen Konsens mitzutragen, der einigermaßen weit geht. Und wenn nicht, dann bereiten wir uns darauf vor. Und dann ist es aber wichtig, dass wir uns verständigen, dass wir da ein starkes Minderheitenvotum haben. Es gab jetzt von Sabine den Wunsch, noch einen Satz kurz zu dir zu sagen. Das will ich ihr erlauben. Dann wollte ich noch mal 3 Fragen aus dem Publikum sammeln, um dann sozusagen mit der Beantwortung auch zu einer Abschlussrunde zu kommen, zu verfahren. Sabine, ein Satz. Der Satz war nur die Skepsis an dem naturwüchsigen Ende dieses Weges. Die Automobilindustrie plant eine Verdoppelung des Pkw-Besatzes in den nächsten 20 Jahren weltweit. Die Flugzeugindustrie arbeitet auf eine Verdreifachung der Flug... So, also es ist nicht natürlich, dass es endet. So. Die Themen, die ich gesehen und gehört habe, waren wieder nochmal die Gewährleistungsfrage. Da vielleicht könnt ihr auch ganz konkret euch zu verhalten, zu sagen, wäre es euch vorstellbar, Gewährleistungsfristen beispielsweise gesetzlich so zu verlängern, dass langlebige Produkte hergestellt werden? Zweitens, jetzt auch zweimal das Plädoyer, die Verzichtsdebatte stark zu machen, auch über die Enquete-Kommission, da könnt ihr vielleicht auch was so sagen, ob ihr euch das vorstellen könnt. Diese beiden Aspekte vielleicht kurz reingebracht und dann euer jeweiliges Schlusswort. Keiner will den Anfang machen. Was war jetzt der letzte Punkt? Ja, ich mache das in einem. Also mit der Langlebigkeit, ja klar, es wäre schon super, wenn wir das hinkriegen würden. Ja, wäre super. Ich hätte überhaupt kein Problem, da eine Gesetzesinitiative auf den Weg zu bringen. Ich bin mir aber leider relativ sicher, dass es da keine parlamentarische Mehrheit dafür gäbe. Aber vielleicht gibt es ja sozusagen im Ergebnis dieser Enquete-Kommission für sowas parlamentarische Mehrheiten. Ich teile die
die Problematisierung von Angelika Zahn, dass man sozusagen die Fixierung auf diesen Indikator, dass die gar nichts bringt. Und ich gehe noch einen Schritt weiter und würde die These vertreten, dass auch die Fixierung auf die Enquete-Kommission nichts bringt, sondern dass wir diese Errungenschaft, das würde ich auf jeden Fall auch so sehen, dass es sozusagen gelungen ist, dieses Thema so anzusiedeln, nutzen können und müssen, um in die Gesellschaft hinein sozusagen an der Basis der Gesellschaft diese Diskussion voranzutreiben und zu führen und genau zu gucken in den Arbeitsverhältnissen, in den Lebensverhältnissen der Leute, mit den Leuten zu diskutieren, was könnt ihr ändern und worauf wollt ihr eigentlich verzichten, worauf könntet ihr eigentlich gut verzichten. Also das Outshouting von Suffizienz verzichtet, also sozusagen von oben predigen, das bringt überhaupt nichts. Ich glaube, dass jeder Mensch in der Lage ist, vor dem Hintergrund der Probleme, die man skizzieren kann und die die Leute ja auch sehen, es ist ja nicht so, dass die nicht selber ein Gefühl dafür haben, dass dieses Leben nicht weitergeführt werden kann, wenn ihre Kinder und Enkel auch noch irgendwie gut leben sollen. Das ist ja nichts, was völlig elitär ist, sondern das ist, glaube ich, schon unterschwellig ganz, ganz vielen Leuten bewusst. Und da anzuknüpfen und wirklich aber ernsthaft über die Frage zu reden, wie kann ein besseres, ein gutes Leben, das verträglich ist, zukunftsverträglich ist, aussehen und dann aber auch zu sagen, das muss dann auch mit politischen Konsequenzen verbunden sein. Also das finde ich den spannenden Ansatz und da wünsche ich mir, dass die Enquete-Kommission oder dass wir, die wir in der Enquete-Kommission eben einen alternativen Ansatz vertreten, das auch suchen. Also diese Auseinandersetzung und die konkrete Perspektive von unten, dass wir die mit einbinden. Ja, also die Skepsis an dem Indikator, die halte ich durchaus für nachvollziehbar, weil wir ja schon zig Indikatoren tatsächlich haben. Dennoch bin ich anderer Auffassung. Ich glaube, dass wir es wirklich mit einer starken Fixierung zu tun haben und es lohnt sich, zumindest den Versuch nochmal an diesem wirklich hoch angebundenen Gremium zu unternehmen, ob man es nicht hinbekommt, einen Indikator, der dann auch wahrgenommen wird. Das wird zentrale Frage sein bei dieser ganzen Geschichte. Wie bekommt man den vernünftigen Indikator hin? Das ist relativ einfach, sage ich mal. Das ist der einfache Part an der Geschichte. Und der schwierigere Teil ist, wie kriegt man ihn so wichtig, dass man nicht an ihm vorbei kann oder beziehungsweise so attraktiv, dass Oppositionsparteien, Medien oder wer auch immer ein riesiges Interesse daran haben, darüber zu berichten und ihn immer wieder ins Spiel zu bringen. Ich persönlich bin da Optimistin, dass da zumindest Musik und Potenzial drin ist in dieser Frage. Nichtsdestotrotz stimmt natürlich, dass wir andere Themen auch mit auf der Agenda haben müssen und haben werden. Die Frage, wie ist das mit der Lebensführung von Menschen zum Beispiel? Wie kriegt man auch diese schon angesprochene Schwelle zwischen oder die Lücke zwischen Politik und Menschen hin? Es stimmt, klar, wir brauchen die Bewegung an der Basis, in der Zivilgesellschaft bei den Menschen. Das ist wichtig, ich finde es aber genauso wichtig, dass es eben die Bewegung und diese Entwicklung im Parlament selbst gibt. Das heißt, ich würde beide Sachen um Gottes Willen nicht gegeneinander ausspielen. Ich bin froh, dass es diese Enquete gibt. Sie ist nur dann wichtig und wirksam, wenn es uns gelingt, nach draußen zu wirken. Und ich glaube, dass auch viel Potenzial in der Zivilgesellschaft darin liegt, uns sanft oder je nachdem, wie hart es sein muss, in den Hintern zu treten und zu fordern und Forderungen aufzustellen. Nur dann wird daraus ein produktiver Prozess. Das schließt dann an die Frage, wie das denn ist mit den Unionsleuten und der FDP, was man da erwarten kann. Und es gibt da Leute, die wollen tatsächlich was, die wollen Erkenntnis gewinnen, die sehen auch Veränderungsbedarf in dieser Gesellschaft. Dann gibt es die Leute, die auf der Bremse stehen und sagen, wir sind dabei und versuchen aber, dass hier möglichst wenig rauskommt. Und dann gibt es noch die Leute, die wirklich ganz hart dagegen argumentieren und sagen, das, was ihr hier argumentiert, ist Blödsinn. Es gibt doch eine Handvoll von Leuten, die aber wirklich was wollen und auf denen ruht auch ein Stück weit meine
Hoffnung, dass an der einen oder anderen Stelle da doch was möglich ist. Wenn nicht, werden wir den angesprochenen Weg der Minderheitenvoten gehen müssen. Wenn es keine vernünftigen Ergebnisse dort gibt, wird es eben eine Bühne für die Oppositionsparteien sein, hier Wege zu beschreiben, wie wir es machen würden oder wie wir es machen werden. Und ich hoffe noch ein bisschen, dass auf die Vernunft der Koalition, aber der zweite Weg der Minderheitenvoten, den habe ich doch sehr präsent im Kopf. Ja, das kann ja auch schon für eine zukünftige Koalitionsvereinbarung wichtig sein. Dass die Indikatorfrage für uns hier nicht wichtig ist, sieht man ja daran, dass die Dame sich beschwert hat, dass wir gar nicht drüber geredet haben. Ja, für uns ist es tatsächlich nicht so wesentlich. Wesentlicher ist die Frage, die drumherum steht. Ja, was ist eigentlich wichtig? Ja, was sind die Erfolgsmeldungen, die Politikerinnen und Politiker verkünden im Fernsehen? Ja, und das sind ja zum Beispiel, es gibt ja andere Indikatoren, Arbeitslosenzahlen, ja, oder Einkommensverteilung. Ja, das sind tatsächlich auch Indikatoren, die etabliert sind, die aber eigentlich noch viel mehr aussagen als dieses Bruttoinlandsprodukt. Ist schon abzusehen, was rauskommen wird? Nein, überhaupt nicht. Nichts Revolutionäres, das ist ja gesagt worden. Kann ja auch gar nicht gegen die Koalition. Wie gesagt, Hälfte, meine ich, ist Erkenntnisgewinn, Zuwachs. Wahnsinnig wichtig, weil bisher hat wirklich noch keiner darüber nachgedacht. Das zweite ist so ein paar kleine Schräubchen drehen. Ich nenne ein Beispiel. Paragraph 44 der Bundeshaushaltsordnung. Oh mein Gott, jetzt wird es langweilig. Ja? Da steht drin, da wird definiert, was eine Investition ist. Wenn in Deutschland investiert ist und das so heißen soll, investieren, und es gibt viele, viele Milliarden, die müssen investiert werden, dann ist das Beton, nur Beton. Wenn Geld in Bildung gesteckt wird, ist es keine Investition, per Definition. Wenn man da zum Beispiel dran drehen könnte, ja, dass zum Beispiel Bildungsausgaben unter Investitionen fallen, hätte man Druck rausgenommen aus dem Wachstum mit Beton und hätte gleichzeitig mehr Geld zur Verfügung, um es sinnvoll anzulegen. Ja, und so gibt es eine ganze Reihe von kleinen Schräubchen, kleinen Dingen, die wir eventuell reinkriegen können. Und dann, wie gesagt, müssen wir ein paar Fragen identifizieren, was wesentlich ist. Das Thema relevant ist, sieht man ja an diesem Kongress und auch daran, dass hier bei diesem eigentlich langweiligen Thema so viele Leute sind. Ich bedanke mich sehr dafür und alle Anregungen, und ich bin mir sicher, alle drei, es gilt für uns alle drei haben ihre Mailinglisten. Wer Lust hat, da draufgesetzt zu werden, der schreibt uns eine E-Mail und wird fortlaufend informiert über das, was wir in der Enquete-Kommission machen. Und wir brauchen Druck, wir brauchen Hinweise, wir brauchen Informationen und Ratschläge. Für alles sind wir sehr dankbar. Herzlichen Dank. Lieber Hermann, liebe Daniela, liebe Sabine, herzlichen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr so engagiert diskutiert habt. Ich möchte enden mit einem Zitat von Ludwig Erhard, der um den Gedanken. Der sich hier zumindest ja doch, wie ich finde, sehr konsensual herausgestellt hat, dass wachstumskritisch die Position zumindest hier zu vertreten ist. Der sagte, wir werden sogar mit Sicherheit dahin gelangen, dass zu Recht die Frage gestellt wird, ob es noch immer nützlich und richtig ist, mehr Güter, mehr materiellen Wohlstand zu erzeugen oder ob es nicht sinnvoller ist, unter Verzichtsleistung auf diesen Fortschritt mehr Freizeit, mehr Besinnung, mehr Muße und mehr Erholung zu gewinnen. Ich denke, wo er Recht hat, hat er Recht.